willkommen zurück zu einer kleinen und wahrscheinlich und letzten Folge zu Witcher 3, meine Freunde. Ja, nachdem wir dieses Ende erfolgreich gemeistert haben, habe ich mich nochmal auf die Suche gemacht nach einer besonderen Quest. Und ich habe sie tatsächlich gefunden. Wir befinden uns gerade an der Kreuzung von Duntyn. Und hier hinten wartet noch eine sehr besondere Quest. Ich kann euch kurz zeigen, wo wir sind. Achtung. Kreuzung von Duntyn in Blood and Wine natürlich, ne? Und hier ist noch was. Wir haben hier eine verfügbare Quest. Oh, hier ist auch noch eine Quest. Da müssen wir auch noch mal hin. Da sind es ja sogar noch zwei. Ja, Wahnsinn. Dann wird es doch noch eine kleine Session. Also, wir gehen jetzt gerade hinter. Hinten ist nämlich auch noch eine Quest. Eine geheime, sozusagen, wo man nie hinkommt sonst. Die werden wir uns jetzt angucken. Und ich würde sagen, viel Spaß mit der Folge. Mal schauen, was diese Person. Bitte, lass mich in Frieden. Uns zu sagen. Warum muss ich dein Opfer sein? Warum willst du mich quälen? Fort mit dir, böser Geist. Was quält dich denn? Vergib mir, aber ich muss es fragen. Bist du ein Mensch? Ich traue meinen Sinn nicht mehr. Nicht ganz. Ich bin ein Hexer. Es gibt viele, die meinen, dass Hexer nicht als Menschen durchgehen. Einige kenne ich persönlich. Ein Hexer? Ach nein, du kannst mir auch nicht helfen. Abwarten. Sag erst mal, worin das Problem besteht. Ich werde von einem Dämon oder Geist geplagt. Nie lässt er mich in Ruhe. Es ist grauenvoll. Er will etwas, das merke ich, aber ich weiß nicht, was es ist. Er ist jeden Tag da, taucht auf und verschwindet wieder, auch jetzt, dort hinter den Bäumen. Ich sehe nichts. Natürlich nicht, er ist unsichtbar. Aber du siehst ihn? Nur wenn ich den Trank trinke. Ich kriege Kopfschmerzen davon und mir wird schlecht, aber das ertrage ich, um meinen Quälgeist im Auge zu behalten. Dieser Dämon, kannst du ihn mal beschreiben? Er ist ein riesiges Pferd. Sein Hufschlag donnert durch die Dunkelheit. Er kommt herangaloppiert, bleibt stehen und starrt mich an. Dann sprengt er weg. Und du bist sicher, dass es nicht irgendein Wildpferd ist? Diese Kreatur ist nicht von dieser Welt. Wenn sie mich ansieht, gefriert mir das Blut in den Adern. Sie ist das Böse selbst. Die Augen schwarz und leer. Jedes Mal, wenn sie kommt, packt mich solcher Schrecken, dass mir Atem und Herzschlag stocken. Woraus besteht denn dein Trank? Er ruft ja erstaunlich starke Visionen hervor. Hast du Pilze reingetan? Engelstrompeten? Schlotterwammen? So ähnlich. Gewöhnlichen Grauhut. Du kennst dich aus. Grauhut? Die Varietät ist doch ausgestorben, wenn ich mich recht entsinne. Fast, aber nicht ganz. Ich konnte einige Exemplare aus getrockneten Sporen ziehen. Ich hoffte, damit den Albtraum enthüllen zu können. Da habe ich mich nicht geirrt. Soweit ich weiß, hat Grauhut starke Nebenwirkungen. Aber er kann wirklich das Verborgene, das Immaterielle enthüllen. Ja, ich kann das Böse sehen. Das ist besser, als zu wissen, dass es da ist, aber nicht zu wissen, wo. Also, du bist überzeugt, dass da draußen irgendwas ist. Mal sehen, was ich tun kann. Ich sehe mich erstmal um. Pferdephantome. Falls es euch interessiert, zu dieser Quest gibt es von CD Projekt Red ein kleines YouTube-Video in dem Sinne. Es wurde nämlich als 1. April-Video gepostet. Könnt ihr euch gerne angucken. Aber wir werden erstmal diese Quest hier beenden. Oder weitermachen in dem Sinne. Was haben wir denn hier? Tote Motten. Manche Geister ziehen Motten an wie Laternen. Offenbar ist was dran an dem, was die Einsiedlerin sagt.
Ja, die Einsiedlerin. Was haben wir hier? Manifest des Geißlers. Lesen wir doch mal. Söhne und Töchter von Majoran, das Ende ist nah. Bessert euch und glaubt an das gute Buch. Denn unser Prophet hat geschrieben, es wird hin und wieder empfohlen, die Lust des Fleisches und die Bequemlichkeit zu meiden und das Glück des Nächsten über seine eigene Bequemlichkeit zu stellen. Deshalb peitschen wir die Geißler des achten Tages um uns selbst und geißeln unser Fleisch, damit alle auf Erden ein langes und glückliches Leben führen können. Wenn alles Böse, Kranke und alle Verfehlungen, die in den dunklen Ecken dieser Welt lauern, überleben, liegt es nicht daran, dass wir unseren Rücken nicht ausreichend ausgepeitscht hätten. Was? Gewöhnlicher Grauhut. Starkes Halluzinogen. Offiziell ausgestorben. Sowas sieht man nicht oft. Not bad. Ja, der gute Grauhut. Und was haben wir hier noch? Blutstropfen auf dem Kissen. Sie führen zum Fenster. Die Fensterläden sind verriegelt. Ich muss nachsehen, ob die Spur auf der anderen Seite weitergeht. Ja, wollen wir mal nachgucken, ne? Halt die Klappe. Schon wieder fliegen, okay. Tote Motten. Manche Geister ziehen Motten an wie Laternen. Das kennen wir. So, wir haben hier eine Spur, die sie folgen können. Das ist noch ein Eingang, da werden wir noch reingehen. Die Blutspur beginnt auf dem Kissen und endet hier. Das Medaillon vibriert immer noch. Du bist ihm sehr nahe gekommen. Ist das da hinten? Angesehen. Dann ist es in den Wald galoppiert. Irgendwas trinkt nachts das Blut der Einsiedlerin. Das ist eindeutig. Seht ihr das? Ich muss mit ihr reden. Vielleicht kann sie mir noch was sagen. Was ist das? Interessant. Hier sitzt einfach so ein Wolf rum. Damit habe ich nicht gerechnet. Reden wir doch mal mit der Einsiedlerin. Vielleicht hat sie noch einen Hinweis für uns. Okay, Kleine. Hexe. Ich habe gehört, dass Geißler sich peitschen, um für die Sünden der Menschheit zu büßen, die Götter gnädig zu stimmen. Vergebung zu erlangen. Ist das bei dir auch so? Jeder hat seine eigenen Gründe. Ich büße für die Leiden eines Wesens, das einst der Eitelkeit eines anderen zum Opfer fiel. Ich mag Menschen nicht. Ziehe die Gesellschaft von Tieren vor. Das merkt man. Es sieht so aus, als würde dich eine Erscheinung plagen. Ich weiß nicht, was für eine. Hast du dich in letzter Zeit schwach und ausgelaugt gefühlt? Und hattest du Bissspuren? Ich fühle mich von Tag zu Tag schwächer. Bisse? Ja, sicher. Läuse und Mücken gibt es hier genug. Ich rede nicht von Läusen. Irgendwas Großes trinkt dein Blut, wenn du schläfst. Aber ich schlafe nicht. Überhaupt nicht. Er ist immer da und beobachtet mich ständig. Ich halte das nicht mehr aus. Leider kann ich nicht viel machen. Wenn ich es nicht sehe, kann ich es nicht bekämpfen. Ich kann dir einen Aufguss aus dem Grauhut machen. Zwei Pilze habe ich noch, das reicht für eine Dosis. Vielleicht siehst du dann, was ich sehe. Dieser Pilz würde sogar bei mir ein paar üble, schwer vorhersehbare Nebenwirkungen haben. Stimmt, man kann nicht wissen, wie Grauhut auf mutierte Körper wirkt. Hey, wagen wir's. Das finden wir wohl nur raus, wenn wir es ausprobieren. Richtig. Gut. Wird Zeit, dass ich es versuche. Na dann. Ich weiß schon ein bisschen, was uns erwartet, aber ich will noch nichts verraten. Für die Leute, die das Video noch nicht dazu gesehen haben. Aber es wird gut werden. Wenn ich irgendwas von Einhörnern und Zauberinnen rede, hör einfach nicht hin.
Die reiten echt auf diesem Einhornwitz ziemlich rum, ne? Hat die Kamera sich bewegt. Hat einen Kameramann getroffen, der Witcher. Einige Zeit später. Ich sehe keine Erscheinung. Donnerwetter! Dieser Klee ist umwerfend! Oh, was für ein Aroma! Wer spricht da? Trauma. Oh, du bist wach! Ich habe mir schon Sorgen gemacht, du warst lange weg. Wollte dir schon weißen Honig geben? Ist nur ein bisschen schwierig mit Hufen. Plätze? Ja, genau darum geht es. Plötze spricht auf einmal mit uns. Und wird gesprochen von Uke Bosse, meine Freunde. Dazu gibt es dieses tolle Video, wo ihr euch ansehen könnt, wie das alles entstanden ist, scheinbar. Angeblich. Seht es euch an, es lohnt sich auf jeden Fall. Dein Timbre ist interessant. Ich dachte, eine junge Mähre klänge mädchenhafter. Oh, weil du so viel Erfahrung mit sprechenden Tieren hast? Soweit ich weiß, bin ich das Erste. Schon wahr. Das muss der Trank sein. Interessante Nebenwirkung. Toll, oder? Du solltest das Zeug öfters nehmen. Ich hätte so viele Tipps für dich. Besser nicht. Das könnte schnell tödlich enden. Super geil. Sag mal, wie machst du das eigentlich, dass du immer sofort auftauchst, wenn ich pfeife? Wie funktioniert das? Na, du bist doch mein Mensch. Ich muss doch da sein, wenn du mich brauchst. Ob es in den Sonnenuntergang geht oder direkt in die Gefahr. Trotzdem komisch, dass du auch Ozeane überwindest, wenn ich pfeife. Nur um dann am nächstbesten Weidenzaun festzuhängen. Wieso? Ja, was soll ich sagen? Niemand ist perfekt. Ist so gut. Hör mal, ich habe da einen Auftrag, den ich erledigen muss, solange das Zeug wirkt. Klar, Monster erschlagen sich ja nicht von selbst. Lass mich mal sehen, worum geht's denn? Komm mit und versuch keine Pflanzen und Kleintiere zu zertrampeln. Was? Traumhaft. Dieser Trank ist super gut. Geralt, wir sollten dieses Gebiet gründlich erkunden. Ich suche nach Hinweisen. Du bleibst da stehen und bleibst da stehen. Gut. Sieh dir das mal an. Hier ist doch nichts. Das sind Hufspuren. Und zwar nicht von irgendeinem Gaul, sondern von einem außerweltlichen Astralwesen. Wir müssen ihnen folgen. Ja, dann auf. Ich bin hinter dir. Tote Motten. Die können auf die Anwesenheit von Phantomen hindeuten. Darauf wäre ich ja nie gekommen. Was ist mit dem Geruch? Riecht wie in Wysima auf dem Friedhof, als wir Ghule gejagt haben. Es riecht nach Tod. Riecht doch ganz normal. Willst du mir einen vom Pferd erzählen? Oh, ernsthaft? Ich würde hier einfach stehen bleiben, bitte. Mach du mal. Weiter hier. Komm. Also gut. Jetzt weiß ich, woran wir sind. Ja, und wo? So, Geralt, fassen wir zusammen, was wir wissen. Wir haben es wahrscheinlich mit einer Art Erscheinung oder Phantom zu tun, die die Einsiedlerin nachts aufsucht und ihr Blut trinkt.
Wenn wir sie finden, habe ich keine Ahnung, wie wir sie bekämpfen sollen. Geralt, bitte. Ich weiß, was hier los ist. Es kann nur ein Nachtmahr sein, eine immaterielle Erscheinung. Er hat die Form eines Pferdes angenommen. Ein Nachtmahr? Ja, das ist schlüssig. Nachtmahre sind gänzlich unsichtbar, sogar für Hexer. Aber wie kommst du darauf? Weil er für mich nicht unsichtbar ist, du Rindvieh. Da drüben ist er doch. Das ist super gut, du Rindvieh. Er entkommt! In den Sattel, Hexer! Wir müssen ihn fangen! Na dann, let's go, mein kleiner Freund. Ah, ich sehe doch nichts. Da ist noch ein Ladebalken. Da ist der Nachtmahr, Geralt. Hinterher! Eda, ich muss meine Kräfte ein bisschen einteilen. Wer weiß, wie lange wir noch durchhalten müssen. Super, Uke macht das richtig toll, muss ich sagen. Ah, ein Traum. Ja. Geralt, wir müssen mal reden. Von Pferd zu Mann. Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber deine Reitkünste sind ja nicht so das Wahre. Es wäre lieb von dir, wenn du etwas entschiedener kundtun könntest, wo du eigentlich hin willst. Ich weiß manchmal echt nicht, was du von mir willst. Soll ich jetzt links rum, rechts rum oder einfach nur rumstehen und mit dem Arsch wackeln? Ja, und es wäre toll, wenn du auf meine Befehle etwas flüssiger reagieren kannst. Kommt ein Pferd in die Taverne und bestellt sich ein Bier. Sagt der Wirt? Gern. Aber warum so ein langes Gesicht? Verlieren wir den Nachtmahr nicht aus den Augen. Siehst du ihn? Ja, da ist er. Lauf, Plötze. Was zur Hölle glaubst du, was ich mache? Alter, dieser Nachtmahr, ne? Ah, zum Glück läuft er runter. Mann, wo reitest du hin, du Vieh? Ich muss es fragen, solange ich die Möglichkeit habe. Wieso wirfst du mich eigentlich manchmal mitten im Kampf ab? Also, daran kann ich mich nun wirklich gar nicht erinnern. Nee. Natürlich nicht. Einfach vom Erdboden verschwunden. Ach du Scheiße! Pass auf, Geralt! Oh Gott! Das ist der Riesen der Bodenkatzen! Hilfe! Komm hier, next! Mein kleiner Nachtmahrfreund. Nun? Und dieser Grabstein leuchtet so magisch. Wir sollten mal einen Blick drauf werfen. Da werfen wir noch einen Blick drauf. Oh, erstmal das Schwert aufgenommen. Sehr wichtig. Marcello Clerici. Ritter. Letztes Jahr gestorben. Ungefähr gleiches Alter wie die Einsiedlerin. Vielleicht ist sein Geist zum Nachtmahr geworden, der jetzt Pinastri quält. Warum sagst du mir das? Ich kann ja selber lesen und Rückschlüsse ziehen. Ich denke nur laut. Dann kann ich mich besser konzentrieren. Das ist so gut. Geralt, es ist der Nachtmahr! Angriff! Lass mich erklären! Sprich. Fass dich kurz. Warum quälst du die Einsiedlerin? Sie quält mich. Sie weigert sich, mir zu vergeben. Nun kann ich im Jenseits keinen Frieden finden. Und das ist ihre Schuld. Ich komme jeden Tag und flehe sie um Gnade an. Flehst sie um Gnade an? Du trinkst ihr Blut und jagst ihr schreckliche Angst ein. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Etwas Monströses überkommt mich. Trotzdem finde ich erst Frieden, wenn Pinastri mir vergibt. Warum hast du die Form eines Pferdes angenommen?
Pferd? Wovon sprichst du? Seit ich tot bin, erhebt mich eine Macht jeden Tag aus dem Grab und lässt mich rennen. Dann kehre ich mit Blut im Mund zurück. Ich weiß nicht, was das ist und wie es geschieht. Aber es wird erst aufhören, wenn sie mir vergibt. Aber du sagst, sie sieht mich als Pferd? Offenbar. Ich habe dich auch so gesehen. Du und die Einsiedlerin, woher kennt ihr euch? Wir sind zusammen aufgewachsen. Ich liebte sie. Aber sie war immer traurig und nichts konnte sie aufmuntern. Die Welt erschreckte sie. Ich dachte, es läge an der Armut. Also tat ich alles, damit wir woanders ein besseres Leben anfangen konnten. Ich wurde knappe und nahm sie mit an den Hof. Aber Konastria fuhr bald, dass Adlige auch nicht anständiger sind als Bauern. Kein bisschen. Als schließlich sogar ich in ihren Augen böse geworden war, floh sie aus dem Palast und schloss sich den Geißlern an. Ich verließ den Hof, um in ihrer Nähe zu sein. Doch sie schickte mich fort und sagte, sie wolle mich nicht kennen. Als die Peitschenschwinger sich ebenfalls als zu hartherzig für sie erwiesen, wurde sie Einsiedlerin. Das sehe ich jetzt deutlich. Ich habe es nie verstanden, als ich noch lebte. Aus der finsteren Tiefe des Grabes sind Lebende wie helle Fackeln. Man sieht alle ihre Gedanken gleichzeitig. Jetzt weiß ich, warum sie mich wegschicken musste. Sie ist voller Zorn. Vermutlich bist du deshalb zu einem Nachtmahr geworden. Du musst sie ja sehr verletzt haben, wenn sie dir nicht vergeben und dich lieber leiden sehen will. Was hast du getan? Ihr? Nichts. Aber mein Pferd. Ich habe es zu Tode gepeitscht. Pinastri hat es gesehen. Ein stolzes Tier. Ein Blitz. Aber unzuverlässig. Und beim Turnier warf er mich ab. Ich hatte unbedingt siegen wollen. Pinastri hatte sich so gefreut, dass ich teilnehmen durfte. Ich, ein Bauernsohn. Ich wollte für sie siegen. Aber das Pferd ließ mich im Stich. Der Zorn packte mich. Und ich schlug es, bis es zu Boden ging. Oh, wie ich es bereue. Bitte vergib mir im Namen von Blitz. Das kann ich dir nicht vergeben. Es liegt nicht in meiner Macht. Aber dein Pferd könnte es. Bitte, ich tue alles. Ich bin verzweifelt. Hilf mir. Edle Dame, vergib mir meine Sünde. Ja, komm, vergib ihm, weil sonst hat die Einsiedlung auch keine Ruhe. Du könntest seine Seele befreien, indem du ihm anstelle seines Pferdes vergibst. Aber tu es nur, wenn du findest, dass er es verdient hat. Du hast Scheiße gebaut, da gibt es keine Entschuldigung. Dein Pferd war loyal und hat sein Bestes gegeben. So sind wir Pferde eben. Ich weiß, ich verdiene mein Schicksal. Aber wir sind nicht rachsüchtig. Oder nachtragend, wenn man uns mal wieder in monsterverseuchten Wäldern zurücklässt. Daher, im Namen deines beklagenswerten Pferdes Blitz, vergebe ich dir. Danke. Es ist unglaublich. Was für eine Erleichterung. Nice work. Na schön, gehen wir zurück. Pinastri kann jetzt ungestört und geisterfrei schlafen. Hast du noch was hinzuzufügen, Geralt? Nein. Gehen wir zu ihr. Gehen wir zu ihr. Ach, so könnte doch ein ganzes Spiel sein. Das wäre so unterhaltsam, wenn wir uns die ganze Zeit mit Plötz unterhalten könnten. Einige Zeit später. Was immer wirkt, der Kraut. Das Phantom ist fort. Es wird dich nicht mehr quälen. Das habe ich gemerkt. Es war
als käme ich aus einem finsteren, feuchten Verlies. Ich dachte schon, niemand könnte mir helfen. Danke, Hexer. Mir ist klar, dass Hexer gegen Lohn arbeiten. Aber ich habe kein Geld. Ich kann dir nur das hier anbieten. Kartoffeln? Gute Ernte dieses Jahr. Außerordentlich. 60 in einer Hand getragen. Das ist sehr kleine Kartoffeln. Du solltest meinem Pferd danken. Es ist hauptsächlich Plötzes Werk, dass das Phantom jetzt weg ist. Dann danke ich auch dir, edle Kreatur. Ich muss schon sagen, mit unseren vereinten Kräften war das ein Kinderspiel. Und jetzt? Zurück auf den Pfad? Zum nächsten Anschlagbrett? Den nächsten Auftrag annehmen? Genau. Aber der Trank lässt nach, das merke ich. Bald kann ich dich nicht mehr verstehen. Mist. Ich wollte dir noch so viel sagen und... Pferde sind kluge Tiere. Leb wohl, Hexer. Leb wohl, Einsiedlerin. Na dann... Plötze aktualisiert. Los. Ah, wir müssen da drüben lang. Boah, mega Jump. Komm schon. Sehr schön. Ach, eine sehr wundervolle Quest. Als April-Scherz gehandelt und. Aber zum Glück ist die wirklich im Spiel. Sehr, sehr schön. So. Wir haben noch eine kleine. Die hängen wir jetzt direkt noch dran. Weil sie wird uns noch angezeigt. Deswegen, wir hängen sie einfach dran und schauen mal, was das ist jetzt. Für eine Quest. Für eine Quest. Quest. Man weiß es ja nicht, ne? Das kann ja alle Überraschungen science-mäßig sein. Das ist der Maiblo, weißt du? Mal schauen, meine Freunde. Mal schauen. Ach, komm schon, Geralt. Witcher, bisschen schneller laden hier. Hobbiger Lobby, komm schon. Laufen wir hinten rum. Ich weiß ja, wir müssen da oben hin. Als diese Vampire in der Stadt gewütet haben, hätte ich mir fast in die Hosen. Oh, hätte es gemacht, wären sie nicht zu dir gekommen. Die Wache, ne? Lässt uns friedlich schlafen. Wir haben kein Pipi. Übeltäter wird sie strafen. So, was haben wir denn hier? Hallo? Du könntest es sein. Guillaume, was machst du denn hier? Lass mich in Ruhe. Ohne meine Vivienne hat das Leben keinen Sinn. Du bist der Letzte, mit dem ich reden will. Vivienne de Tabriz. Ernsthaft? Das riecht ja köstlich aus der Fasanerie. Was es wohl gibt? Ernsthaft? Das war jetzt die Quest? Das glaube ich jetzt nicht. Ja, meine Freunde, das war die Quest und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen in dieser kleinen letzten Special-Folge und schaut mal in meine anderen Let's Plays rein, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ne? Also bis dann, ciao!